Frühlingshaft romantisch mit Gedichten und Liedern. So startete das Liszt-Festival in Reiding in die heurige Konzertsaison. Zur Auftaktveranstaltung gestern Abend haben die Intendanten, Sponsoren und Stammgäste geladen. Und dabei wurde neben einer neuen CD auch ein Gedichtband präsentiert. Begegnungen heißt die neue CD von Ildikó Raimondi und Eduard Kutrowatz. Und ganz unerwartete Begegnungen hat das Publikum auch bei der Präsentation. Zum Beispiel mit dem burgenländischen Tenor Gernot Heinrich, der kurzfristig für Raimondi einspringt, die durch eine Probe an der Staatsoper verhindert ist. Es war eine kleine Herausforderung, ja, das muss ich schon gestehen, aber es war eine schöne Herausforderung und das erste Mal ein Stück von Edi Kutrowatz gesungen. Und es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ein anderer stickt im Hungersand. Gernot Heinrich stellt sich nämlich sogar der Herausforderung einer Uraufführung. Eduard Kutrowatz hat einen Text aus dem neuen Lyrikband von Roland Hagenberg vertont. Den stellt der Künstler und Autor mit Wohnsitzen in Tokio und Reiding auch an diesem Abend vor. Das Baby hat das Haus verlassen, wird auf die Bühne gestoßen und muss jetzt mit sich selber zurechtkommen. Und das ist sehr befremdend auch. Nachher beim Buffet verbreitet sich die Kunde, dass Ildikó Raimondi doch noch eingetroffen sei. Die zugängliche Sängerin signiert CDs und bittet das Publikum dann ganz spontan noch einmal in den Konzertsaal. Sie ist musikalischer Stammgast in Reiding und eine wahre Listomanin. Ich liebe dieses Platz, der Reiding, das hat wirklich etwas Besonderes, etwas Magisches. Natürlich hat es eine fantastische Akustik, das haben vor mir schon tausende Musiker gesagt, ich kann es nur bestätigen. Aber es hat wirklich von menschlicher Seite aus etwas so Besonderes. Begegnungen wie diese, sympathisch und informell, sind im Reidinger Konzerthaus auch wieder ab 22. März zu erwarten. Da beginnt der erste Teil des Liszt-Festivals 2017.